müsste ja theoretisch, wenn ich hier reingehe, irgendwas hier sein, oder? Ist das bei Kampf oder ist das Persönlichkeit? Da, Praktika. Ach, guck mal, da kann ich mit dem Teil, kann ich das lernen. Da brauche ich gar nicht zu dem Lehrer. Das Ding ist natürlich nur deutlich günstiger, wenn ich sowieso auf Intelligenz und Gerissenheit gehe, ne? Intelligenz ist für Psykraft. Mana wird Mana oder Psykraft. Gerissenheit. Soziale Kompetenzen wieder. Ich müsste hier beides mal irgendwie machen. Fünf machen oder so. Wird schon wieder irgendeiner. Der wird natürlich Nahkampfschaden. Das ist natürlich auch nicht scheiße, aber... Ach, ärgerlich. Warte mal, Praktika. Zeig mir deine Ware. Ich könnte natürlich jetzt mal ein bisschen Stuff verkaufen, ne? Brauche ich alles? So, was habe ich denn? Sicht. Naps. Da war nicht viel. Was haben wir denn hier, was sich lohnt? Energiespeicher. Ne, ist nur für Erika. Mächtiger Heiltrank. Aber für Ticken, den brauchen wir nicht. Die Speicher behalten wir mal. Das sind die ganzen Pflanzen, die wir dann später verwerten können. Lebenssaft. Komm, die benutze ich sowieso nicht, die Stims. Ich werde kein Outlaw. Elle, Fangbeine. Dachel. Dann Zähne, Knochen, Elektroschrott. 53 Zähne, mein Gott. Erz, Magnesium, Fackeln, diese Gebetsbücher. Ich meine, wir haben sie alle gelesen. Behalte ich die oder behalte ich die nicht, weißt du? Obriefe, da kann mal einer von weg. Ein Stück wird nicht weggepackt, verwittert das Bild auch nicht. Hammer. Machen wir einen weg. Öllampen brauche ich nicht. Besen brauche ich nicht. Becher brauche ich nicht. Teller brauche ich auch nicht. Krüge brauche ich genauso wenig. Auch keine Gabeln. Auch keine Messer. Goldener Kelch. Pulle. Und Klopapier. Nee. Retten. Auch weißt du was? Bei der Hell Nord. So, guck mal, wie viel habe ich jetzt? 2600, ne? Alles bei 6. Das heißt, ich könnte mir jetzt ein Amulett des Dienstleisters holen. Gebe ich jetzt mein ganzes Geld dafür aus? Geil. Das heißt, wenn ich jetzt in mein Dingens gehe, in mein Inf, dann müsste ich ja hier das immer noch nicht haben, weil ich den noch nicht angelegt habe, richtig? Ah. Zack. Ah, Praktika 1 von 1. Quests geben mehr Belohnung. Ast rein. So, haben wir hier noch irgendeinen rumlaufen? Nein, da oben läuft auch keiner her. Hier war der Wyatt. Wir gucken uns hier mal um, in dem Ding. Ich zoome mal hier ein bisschen rein. Und das war hier noch ein ganzes Gebiet mehr. Das da drüben, das alles gehört ja auch noch dazu. Hat jetzt vielleicht Schlafplätzchen, aber richtig. Bleibt sich da hinten rum. Jungs und Mädels. Warst du schon im Käfig? Hast du ein Loch im Kopf? What? Ich lass mir doch nicht die Zähne ausschlagen. Was? Am Catchfights? Wirklich? Wundere ich mich eigentlich. Ah, jetzt sind wir im oberen Teil. Hey. Okay. Guck mal, wer hier so sind und wie sie treibt. Auf jeden Fall sind die, sobald man in ein Haus betritt, direkt sehr ungehalten. Mal besser nicht rein. Noch nicht. Sieht aus wie die Hütte vom Boss. So geht's hoch. Und aber auch keiner. Auch ein Bett. Oh, hinsetzen verboten. Okay, dann wird da jemand wohnen. Kidding me? Das ist ein Mob. Mitten in der Stadt. Ja?
Outlaw? Wer sind die denn? Alter, was ist denn für eine krasse Rüstung an? Shit, sehe ich den rein. Warum haben die kein Problem mit den Viechern? Und das hier? Ist das deren Schoßhund? Ja. Und nur eine Wache? Stoff? Na, lassen wir erstmal. Hier ist so eine Hütte, gibt es da irgendwas. Oh! Ach, der ist gezähmt und der hat da nur was zu trinken. War der mir schon. Ja? Lake. Okay, das ist einer von den bösen Jungs. Hm. Dein Gesicht kenne ich nicht. Ach. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Na klar. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Dann soll ich vielleicht sagen, dass ich zu... Ich gehöre zu niemandem. Ich weiß nicht, wer zu besser niemandem. Ist. Verstehe. Du bist ja auch neu hier. Mach dir erst mal selbst ein Bild. Und lass dich von niemandem beeinflussen. Nicht alles, was vergangen ist, war schlecht. Also, was möchtest du? Ich will erstmal ein bisschen was wissen. Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall. Hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Was? Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Okay. Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos, dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. Ah. Jemanden wie mich? Naja, du weißt schon, jemanden, der dem Duke nichts schuldet. Pass auf, ich erklär's dir. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit Komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Klar. Handel mit mir. Erstmal alles annehmen. Handel mit mir. Er hat auch nur Shit dabei. Rettenschachteln, Plasmagranaten, Sprenggranaten brauche ich nicht. Ich darf aber hier rein, ja, ne? Schlafsack. Sollte man nichts mitnehmen? Sonst noch wer? Ja. Hütte. Sehr, sehr komische Hütte. Hier ist noch einer. Oh, merkwürdige Leute. Und Arbeiter. Wer ist er da oben? Mal hier hoch. Zwei. Ach, hier ist Cage. Ah, hier ist Deck. Oh Gott. Oh, da hängt schon so Schilder von wegen No Trespassing. Da soll ich vielleicht auch nicht rein. Die Jungs hier, die sind, glaube ich, mehr so, Boah, wir fragen erst später, was los war. Big Jim. Ah. Hey, du da.
Hi. Ich habe einen Job für dich. Ist das so? Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Hm. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Ach, das ist ein Lehrer. Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Da kann man nichts machen. Doch, aber genug davon. Das Gequatsche bringt uns nicht weiter. Das stimmt. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Einfach so. Ich glaube, ich kann hier aber nichts von dem lernen, ne? Weil der ist Kampf. Ich habe erstmal nicht genug Kohle. Ah, ich könnte Fernkampf, aber ich habe nicht genug Geld. Ich könnte Fernkampfschaden erhöhen, aber ich habe nicht genug Kohle. Ich brauche einen Händler. Da hinten ist einer. Mache ich das eigentlich alles bei Nacht? Oh, Blake. Muss mir mal ein bisschen Kohle einbringen. 106. Ich brauche 500. Puh. Handgranate kann weg. Das kann alles nicht weg. Kann ich mal in die andere Richtung gehen? Naja, Brennstoff. Uninteressant. Kein Geld. Hier. Auch keine Sprengraketen. Anleitung, Energiespeicher. Letzten Nachrichten, Klopapier. Durch Dinosaurier. Klopapier. Bitte Münzen. Geldbündel. Bohrzange. Braucht den ganzen Scheiß aber einfach nicht. Hier vielleicht schon. Sprich hier nicht. Auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Klebeband. Hm, die Zähne. Allen. Wir geben auch eine Menge.
Pille, das behalten wir auch mal alles. Ich habe 30 Heilpflanzen, ne, die Pflanzen behalten wir alle. Heiltränke behalten wir auch. Ich könnte noch ein paar Knochen verkaufen. Ein paar Zähne. Bam, ich habe wieder Money. Ich hätte gerne Fernkampfschaden erhöht. Das gehen wir nämlich mal im Lernen. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt können wir nämlich Fernkampfwaffen lernen. Zack. Geil. Kampf plus 1. Brauchen wir nicht mehr Fernkampfschaden. Korrekt. Scheiß. Jetzt für eine Quest bekommen. Ah, Tavar macht Spielchen. Granatenlieferung. Nur weil so wenig Persönlichkeit. Ein Persönlichkeitslehrer gefunden habe, glaube ich, bisher, ne? Ah, guck mal, da gibt es sogar noch, geht bis 3. Okay. Das ist hier die Wache. Und hier so? Nur ein Outlaw. Bräuchte aber langsam echt mal irgendwie eine Hütte. Aber da oben wohnt der Duke. Oder da unten drin wohnt der Duke. Und wer ist das da? Leibgarde. Wenn du deine Griffel bei dir lässt, kriegen wir auch keinen Ärger. Verstanden? Alles gut, Junge. Alles gut. Mach bloß keinen Mist, klar? Mit der Ruhe, ich mach keinen Mist. Nasty. Okay, du hast 30 Sekunden. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Hm. Egal, wenn die jetzt wirklich gleich sagt, 10 Sekunden. Aber tut sie natürlich nicht. Tja, was nehme ich jetzt? Mit der soll man sich nicht anlegen, ne? Ich nehme an, du gehörst zur Familie des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen. Ach, ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Hör zu. Du bist vielleicht ein cooler Typ. Aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit, okay? Also verzieh dich. Kein Problem. Ich werde dich jetzt nicht ansprechen, weil ich glaube, dann wirst du mir den Schädel spalten. Dann gehen wir mal hier runter. Oh, ein alter Bunker. Voll geil. Und nicht, wo der hinführt. No idea. Um.